Auch dieses Jahr auf der Hannover Messe haben wir wieder viele Demonstratoren mitgebracht, auf Basis von den Kundenprojekten, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Sehr oft ist ja das Thema Computer Vision zum Beispiel in der Qualitätskontrolle. Das sehen wir ganz häufig in Anwendungsfällen. Und viele Kunden haben uns gesagt, ja, funktioniert ganz gut, ja, aber oft fehlen dann die Daten, um zum Beispiel alle möglichen Defekte auch überhaupt erstmal zu erfassen. Da haben wir jetzt sehr interessante Anwendungsfälle mit generativer KI, wo der Kunde sozusagen nur wenige Bilder von guten, von defekten Produkten mitnimmt und dann mit generativer KI erstmal in der Cloud eine ganze Reihe Trainingsbilder erstmal erstellt werden, die jetzt beliebige Kombinationen von realistischen Defekten erzeugen, also defekte Bilder sozusagen von meinen Produkten, die ich in der Cloud erzeuge, wo ich dann in der Cloud ein kleineres Machine Learning Modell dann trainiere, dass ich meine Computer Vision Hardware dann runterbreche. Auch da passiert das Training meistens in der Cloud, aber auch gerade wenn ich im Shopfloor unterwegs bin und eine schnelle Qualitätskontrolle brauche, sehen wir mehr und mehr, wie solche Modelle auf das Edge, auf Edge-Geräte, Industrie-PCs runtergeschoben werden. Die werden ja auch immer leistungsstärker mit GPUs oder mit leistungsstarken neuen CPUs wie Intel's Core Ultra zum Beispiel, die dann auch in der Lage sind, solche optimierten Machine Learning oder Computer Vision Modelle dann auch auszuführen, sodass ich eine kurze Latenz habe und vor allem deutlich weniger Kosten als bei großen Machine Learning Modellen und die sich dann gut dafür eignen, wirklich im Shopfloor auf den Edge-Geräten ausgeführt zu werden.